Schlechte Nachrichten kamen von der brasilianischen Nationalmannschaft bei der WM 2022. Neymar Junior hat eine Sprunggelenksverletzung, weshalb er am zweiten Spieltag der Gruppe G gegen die Schweizer Nationalmannschaft sicherlich fehlen wird. Es wurde bestätigt, dass Neymar Junior nach dem Spiel gegen Serbien in der Gruppe G der Weltmeisterschaft 2022 eine Knöchelverletzung erlitten hat. Das Spiel fand im Lusail-Stadion in Doha, Katar statt. In diesem Spiel wurde Neymar Junior, der von den ersten Minuten an spielte, in der 80. Minute ausgewechselt. Anthony ersetzte seine Position. In mehreren Sendungen ist jedoch zu sehen, dass Neymar Junior an seinem rechten Knöchel geschwollen ist. Wie sich herausstellte, war die Schwellung eine schlechte Nachricht für die brasilianische Nationalmannschaft. Der Grund ist, dass nun bestätigt wurde, dass sich Neymar eine Knöchelverletzung zugezogen hat. Nicht nur Neymar, auch Danilo wird wegen der gleichen Verletzung gegen die Schweiz sicher fehlen. Neymar Junior und Danilo wurden heute erneut untersucht, und aufgrund einer körperlichen Untersuchung halten wir es für wichtig, dass sie sich einer MRT unterziehen, heißt es in der offiziellen Erklärung des brasilianischen Fußballverbands, CBF, die von der offiziellen FIFA-Website zitiert wird. Die Scans zeigten eine Seitenbandverletzung in Neymars rechtem Fußgelenk, zusammen mit einer kleinen Knochenschwellung und eine Innenbandverletzung in Danilos linkem Fußgelenk. Das Spiel gegen die Schweizer Nationalmannschaft findet am Montag im 974 Stadion in Doha, Katar statt. Natürlich ist der Verlust von Neymar und Danilo ein großer Verlust für das Team von Adeno Leonardo Bachi,